Moin alle, willkommen zum einen Duell Pokémon Schwarz 2 Edition. Im letzten Part haben wir angefangen. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir kämpfen. Auf wem hat denn Lavados? Okay, und ich würde sagen, wir starten den Counter und dann geht's los. 3, 2, 1. Und wir haben einen Angriffsboost bekommen und dann haben wir gemerkt, dass wir keinen Steinhiebel haben. Und es macht Kugelsaat, dass Lavados ist. Das macht Sinn, denn Lavados hat einen unheimlich guten physischen Angriff. Der ist so unglaublich, das willst du gar nicht wissen. Außerdem ist Kugelsaat die Best-of-Attacke, ja. Na, tschüss, Lavados, war schön mit dir. So, wir haben Zorak vorne. Das ist das letzte Mal auch verliert, das habe ich mich entschieden, einfach mal. Ich habe die Items getauscht. Wir spielen jetzt mit Zorak vorne, mit quasi mit Dings da, mit Glücksei. Das ist noch mehr Erfahrungspunkte bekommen. Und Antitoya hat jetzt einen EP-Teiler. Ich wurde erneut geschlagen, aber ich weiß, wird zuletzt lachen, ja, ja, und so. So sehe ich es auch. Oh yeah. Ich bin Evil. Willkommen! Bekannte von mir hat sich gebeten, ihm bei der Forschung zu helfen. Kein Wunsch aus. Wunsch ist es, aus dem Pokémon alle Kräfte zu locken. Um das zu erreichen, ist in jedes Mittel recht. Egal, ob diese Kraft durch Interaktion durch den Trainer oder durch einen rücksichtslosen Ansatz, wie die in den Verpassbaren gefallen werden, selbst dann, dass die Weltsekunde gerichtet würde. Mal davon abgesehen, ich habe in den Seiteneinrichtungen gegen zahlreiche Pokémon-Trainer erkämpft, um zu sehen, ob einer die Begabung hat, die Kräfte seiner Pokémon freizusetzen. In dieser Hand hast du großes Potenzial gezeigt. Verrat mir, ob die Antwort auf meine Frage kennst. Wärst du bereit, greif mich an. Ah, okay. Sind wir denn verletzt überhaupt? Top-Drang. Ja, komm. Verschwendung dem Ohr. Okay, auf geht's. Hier, hier, danke. Sieht's aus, wärst du bereit? Lass es beginnen. Epischer Kampf. Pi. Dieser Name kommt so häufig vor. Warum heißt du Pi? Und warum bist du auch nur ein Trainer? 3,61457 oder so. Und warum hast du ein verdammt starkes Sarah auf die Level 50? Shiny und Sparkle. Leider haben wir keinen Sternhieb mehr, was soll's. Yay. Los, mehr holen. Also den Pokémon raus, du meinst so. Sowas wie, ich müsste mir mal entwickelte Pokémon holen. Alter, Wendemeister ist so genial, was für ein Schrott denn wir ab und zu entgegenwirft. Und dann wieder so ein übelst kraftes Legend. Es könnte jetzt auch Mewtwo, Mio oder sonst sowas kommen. Galatina. Ja, los, hol alles aus dem Pokémon raus. Genau, tu es. Hol alles aus deinem Pokémon raus. Los, macht Grund-Pokémon fertig, die sich noch nicht einmal entwickelt haben. Und verbrenne sie am besten noch. Kreuzflamme, okay. Au. Okay, mit Kreuzflamme, what the fuck. Egal. Bam. Yay. Iroklex. Ich erwarte eigentlich irgendwie, dass ich hier alles one-hitte, aber das wird natürlich nicht der Fall sein. Bam. Krabhammer. Okay, Zeit für den Trank. KP in Erholung, Kraftwurzel, ja, komm, passt. Hui, Items. Wir wollen den Iroklex so hart überwechseln. Iroklex war ein Zurak. Dachimpuls im Ohr. Bam. Krabhammer. Au. Dachimpuls. Also irgendwie, wenn jetzt nicht irgendwas krasses kommt, war das schon irgendwie lame, ne? Yay, Level 46. Oh! Alter! Please! Was hast du für ein Team? Please, Alter. Koink. Es ist wenigstens entwickelt. Es ist wenigstens entwickelt. Magiemantel, okay. Es ist wenigstens entwickelt. Oh Mann.
Sehr effektiv sogar. Oh, das gefällt mir. Ich bin sogar schneller. Bewirkt Magie, hat einen Magiemantel in Prio. Kann das sein? In der Pie, das bedeutet also, dass schlummernde Kräfte in der Pokémon weg. Nein, mein stärkeres Team mit Hilft, glaube ich. Wie stark? Bist du ein starker Trainer, deswegen mal dir diese Frage. Möchtest du gegen eine Qualität ist deinem Pokémon-Team noch höher hinaus? Ja klar. Ich verstehe, deine Antwort ist der Wunsch, den ich mir erfüllen möchte, deswegen war ich überzeugt. Durch Zuwendung entlockst du deinen Pokémon, deine Kräfte. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber um Pokémon stärker zu machen, ist mir jedes Mittel recht. Wenn Pokémon das in der Interaktion der Trainer nicht stärker werden, scheue ich mich nicht davor zurück, ihnen als herzlose wissenschaftliche Methode der Kräfte zu entlocken. Mit Stromstößen! Du hast uns gesagt, andere Möglichkeiten aufgezeigt, Ausgleichskampf zwischen Team Plasma und dir sollte für mich darüber entscheiden, ob deine Beziehung zwischen Menschen und Pokémon Vorteil gescheitert sein. Nun, wo soll es sich entscheiden? Benutze den Teleporter, um auf der anderen Seite des Felds in den Kröm gefangen gehalten wird. Dann viel Glück. Heizt du mich gleich noch? Nein, tust du nicht. Warum heilt mich hier keiner? Das wäre echt super praktisch, wenn mir noch jemand heilt. Warum will mich hier keiner heilen? Das mit dem AP ist echt kritisch, so ein bisschen. Also allgemein, ich meine, Zomark hat schon viele AP-Attacken und sowas. Mit Elixier und so findet man hier nicht. Also eigentlich hätten wir eins gefunden. Das war nämlich eins von den Pokébällen, die wir jetzt ein paar aufgesammelt haben. Wäre eigentlich ein Elixier drin gewesen. Heilst du mich? Verdammt. Hi. Huch, war das Amis besiegt? War, ich habe mich zwar aufgeführt, als wäre ich super stark, aber ich habe gar kein Pokémon dabei. What the fuck? Oh Mann, das müssen noch die drei Deppen besiegen. Und dann Jesus. Jesus! Dieser Fluch des Amaros. Bam! Ich habe ihn zum Anführer Team Plasma gemacht, aber es ist einfach zu sehr Wissenschaftler. Deine Quelle von Neugier zu befriedigen ist ihm wichtiger als unsere ehrbare Mission. Nein, nicht wirklich. Du kannst dich glücklich schätzen. Du alleine bist das Publikum für meine nächste Ansprache. Mit dem Wissen der Technologie von Team Plasma werden die Kyurem schlimmende Kräfte maximieren, die ganze einen Region einfrieren, was auch immer das bringt. Egal, die Menschen bekommen eine ganz eigene werden Angst direkt mal fallen und vor Team Plasma, nein, vor Bühr, in Staub kriechen. Aber es ist nur noch Eis da, es gibt keinen Staub mehr. Kyurem ist nur eine leere Hülle, die Überreste der Pokémon, das sich in griechischer Zierung gezeigt hat. Mein Bestreben ist, die totale Kontrolle über Einheit zu langen, denn ich bin voll böse. Diese leere Hülle werde ich mit meiner Ambition füllen. Meistens hier ist Kyurem mit Impulsion gebracht. Es ist soweit, die Zeit für uneingeschränkte Heilschaft hat über Einheit gekommen, denn überlasse ich euch. Oh, bitte sag mir das nämlich halt. Moment mal, du hast den Fristum, oder? Zeit ziemlich über das viele, was in Evelyn's Hund gestohlen wurde. Meinst du das hier? Dieses Pokémon habe ich vor 5 Jahren in Evelyn's Hund gestohlen. Ich bin sicher, dass es ein Pokémon, das du suchst. Aber jetzt hört es nur noch auf meinen Befehl. Das ist das ein Pokémon, die in meinem Pokémon gefangen gehalten werden. Was sagst du da? Ich glaube, ich bin dieses Pokémon. Die hört nicht. Das Pokémon können einem wirklich leid tun. Ich sehe, wir hatten ein Pokémon bei beherrscht und müssen tun, was der Trainer sagt, wenn sie noch weiß, dass jeden Plan alle Pokémon, die Freiheit schenken, vor 2 Jahren gefolgt hätten, dann wären viele Pokémon gerettet geworden, wenn die Karabiner wirklich ist, dass es noch viele, was aus seinen Pokémon befreit worden wären, wäre es vielleicht und soll zurückgekehrt. Taya. Hey du, lass nicht zu, dass du meinst, dieses störst. Ich hoffe mal, unser Rivale heilt uns irgendwie. Das wäre echt super awesome und mega geil und nett von ihnen. Okay, ich wollte sagen, ich hatte kurz gelesen, setzt Tragoran ein. Und dachte mir so, dann... Please no. So, Muckel hebt den Ohr. Können wir mal kurz schauen, wie deine Verteidigung so ist. Ja, geht. Ja, ich gehe mal von aus, du bist kein Tragoran-Pokémon. Bam, 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 bam. Wow. Oh, Stachler, voll taktische Hässers legen und so, ne? Gott, das wird mit einer AP super knapp. Ich fühle mich gleich gezwungen rauszugehen, nämlich zu heilen, nur weil meine APs ausgehen. Ich meine, auch Antitoya hat keine APs mehr. Sneepack. Bam, 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 bam. Siehte Wasser. Siehte Wasser. Das ist nicht sehr effektiv und es brennt aber trotzdem. Aqua Haubitz. Bam.
Und du brennst, by the way. Du musst sowieso nichts runter aussetzen. Bei 52. Lucario! Das ist zufällig ein Drachen-Pokémon geworden, ne? Ist das zufällig der Fall? Na? Wollte gerade sagen. Das war ein Crit. Yay, Level 57. Das Level ist so krass. Kim wurde besiegt. Die Pokémon, die gewissen hat, vergiss sie irgendwas halt, ne? 5000. Du bist noch nicht fertig mit uns. Du haltest mich. Darf ich jetzt gehen und kurz meine Pokémon heilen? Ich mach das einfach mal. Ganz ernsthaft, ich tue das jetzt einfach, weil es macht keinen Sinn! Es macht einfach keinen Sinn jetzt, quasi da in den Kampf zu gehen, weil meine AP sind... Ich muss noch mit Jesus kämpfen. Und deswegen werde ich jetzt einfach eiskalt. Nein, du konntest fliegen. Du konntest das Pokémon hinterfliegen. Ja, ich muss von der Fall... Der Gatte runter, weil auf dem Schiff kann man sich offenbar nicht heilen. Ne, alle gingen hinzu. Deswegen, ich weiß, es ist zwar zeitlich übelst dumm, aber ohne APs. Nice 2, sag ich nur, ne? Ich muss es tun. Auch wenn ich jetzt nochmal zwei Routen entlang gehen darf. Ja, bitte. Bam, 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 bam. Komm, jetzt sind wir dabei. Verkaufst du zu X-Items? Nein, tust du nicht. Ich muss unbedingt googeln, wo ich X-Items herbekomme. Gib mir noch ein paar Hyperheiler. Ein paar Superschütze für die Siegestraße. Ja. Noch 5 Beleber. Oder 6, mir egal. Ja, und der Rest mit der Top-Genesung. Auf geht's. Komm bald wieder, ja, und so. Das war jetzt einfach notwendig. Ich meine, auch beim normalen Walkthrough mit, glaube ich, ein paar Probleme mit denen. Ein paar Probleme mit den APs, glaube ich. Dreh dich bitte weg. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Der muss mich schon dreimal vorbei, kriegt die Krise. Bam, 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 bam. Seriously, Spiel. Schwimmer Joe, weiblich. Nein, männlich. Mit einem Terry Bug. Sparkle, sparkle. Ich weiß gar nicht, ob das immer shiny ist. Das könnte auch voll Luck von mir sein. Ich hab's nicht mitbekommen. Okay, du bist ein Kampf- oder Gestein-Pokémon. In jedem Fall könnte ich mit diesem Wasser eventuell sehr effektiv treffen. Es war ein Gestein-Pokémon. Karadonus hat, soweit ich weiß, überhaupt keine Verteidigung. Schattenstoß, okay. Sternenhieb. Bam. Ist er effektiv? I didn't know that. Okay, dann machen wir es mal mit Drachenpuls. Das ist in jedem Fall neutral. Okay. Nicht sehr effektiv. Das ist ein Stahl-Pokémon gewesen. Okay.
das hier lang. Nicht gegen den Trainer kämpfen. Hier lang. Ja. Hier lang, hier lang. 5 Minuten remaining. Ach komm, mich wieder rein. Dann einmal außen rum, hier und hier rein. Hey Leute, wie geht's euch so? So. Wie war das hier? So, so. So, und hier dran und dann darauf. Okay. Hier bin ich wieder. Finstertrio, ich komme. Bäm. Aber hier hätten sie ruhig noch einen hinstellen können, der eine Pokémon heilt, finde ich. Du willst kämpfen. Bäm. Bäm, bäm. Hier haben wir glaube ich nicht mehr gemerkt, ich kurz aus dem Raum gegangen bin, mich geheilt habe, oder? Bäm, 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 bäm. Wir nähern uns im Final. Kim möchte wieder kämpfen. Ey, ich weiß, dass du ein Stahl-Pokémon bist. Sparkle, Sparkle. Trotzdem könntest du theoretisch immer noch Muggelhieb und so. Ich habe allerdings keine Attacke, die sehr effektiv tritt. Ich habe nur Attacken, die neutral treffen. Also sieh du was. Ist irgendwie genau wie das Karadons da vorne. Dam, 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 dam. Also ein Schattenstoß. Vielleicht meine ich vermutlich. Nee, Geisttyp. Ah. Keine Ahnung. Aber Stahltyp ist halt schon ziemlich OP, wenn es defensiv ist. Muss man so sagen. Ein Knilz, wie süß. Drachenpuls. Drachenpuls ist ein bisschen stärker, wollte ich nur mal sagen. Oh, es war ein Drachen-Pokémon. Süß, ein Knilz von Typ Drache. Und ist unheimlich stark in Nidoran weiblich, ja, also. Ich weiß gar nicht, wie sie besiegen soll. Und dann kommt das mit dem Tempo-Hieb an, ja. Unglaublich. Ich habe das Gefühl, die Pokémon werden im Laufe des Projektes immer schwächer. Also es kommt ab und zu mal so ein BÄM hier. Kyoko in dein Gesicht und so. Aber ansonsten. Hör gut zu, wir möchten nur, dass die Welt so ist, wie sie Meister Jesus wünscht. Die Welt von Meister Jesus ist aber scheiße. Wollte ich nur mal gesagt haben. Bam, 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 bam. Auf geht's. Holy shit. Willst du der Deutsche, müsst du erst uns besiegen? Ja, dann. Ja, ist nichts Besonderes. Nur von Meister Jesus! In einer. Ich hab noch ungefähr 2 Minuten 50. Bam, 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 bam. Razaf! Sparkle, Sparkle! Ich bin ein Shiny! Muggelhieb! Muggelhieb ist immer gut. Oh, das hat viel Damage gemacht. Ergo hast du eine nicht so gute Verteidigung. Bam! Nice! Bam, 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 bam. Oh ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Pokémon ist. Ich sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber es sieht aus wie eine Vorentwicklung von irgendwas. Okay. Oh, es brennt. Wow. Oh mein Gott, meine wertvolle Fähigkeit, die ich nie gebrauchen werde, weil ich noch nicht mal eine Käfertacke besitze. Hexaplaga, please. Nicht Kanone. Das ist nicht sehr effektiv, weil Stahl auf Stahl ist nicht sehr effektiv, genau. Und es brennt. Na komm. Den kriegt man noch down. Das war dein letztes Pokémon, oder? Hatte 6. Yay, Level 53.
Brokkolos hast du noch. Okay. Schnüffler. Kriegst, ey, schnüffelt. Ey, du weißt. Das war dumm. Komm, lass mich noch Eiersacke machen. Noch Eiersacke. Siedewasser. Okay. Ich lasse die Animation noch zu Ende laufen. Ja, ich hab's geahnt. Er macht Rudenschlag. Und ich würde sagen, Leute, im nächsten Part mache ich den Typen fertig. Auf härteste. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.